Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute ist die liebe Christina hier im Podcast zu Gast und wir haben schon ja seit einiger Zeit über Instagram geschrieben, standen im Kontakt, denn auch sie hat den Mut und auch die Offenheit heute über ihre eigene persönliche Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, dass wir ja auch aus den vorherigen ja, Folgen kennen, gerade wo es um deine Geschichte ging, sind das Folgen, die uns sehr inspirieren, bewegen, aber auch im besten Fall positiv und gesund motivieren, auch den eigenen Weg zurück ins Leben einzuschlagen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute sprechen können, liebe Christina, und heiße dich erstmal herzlichst willkommen. Dankeschön. Ich freue mich auch extrem. Vor allen Dingen ist es für mich jetzt das erste Mal, dass ich jetzt über meinen Werdegang oder die ganze Erstörungsgeschichte erzähle oder so offen nach außen trage. Dankeschön. Ja, danke für deine, wie schon in der Eingang gesagt, Offenheit und Mut, was dazugehört. Aber wie du auch im Vorgespräch meintest, über die Jahre wächst man ja auch heran, das stabilisiert sich in einem selber und dann ist das natürlich ein schlimmer Part der eigenen Geschichte, aber man geht damit anders um. Vielleicht, wenn du mal uns so in deinen Ist-Zustand mitnimmst, was ist heute anders als vielleicht noch vor 10 Jahren? Alles. Tatsächlich. Okay. Also grundlegend meine persönliche Situation. Also ich war zu dem Zeitpunkt verheiratet. Das ist nicht mehr. Also ich bin auch glücklich aus der Beziehung raus. Also das war auch ein Riesenschritt für mich und ein wichtiger Schritt für mich. Aber ich bin, ich weiß nicht, man sagt ja heutzutage clean, würde ich auch nicht sagen. Ich bin so weit weg von diesem Zustand und der Essstörung. Und alles, was damals gewesen ist, das ist für mich wie ein anderes Leben gewesen. Fühlt das sich irgendwie befremdlich an, wenn du da zurückdenkst? Oder ist es einfach so neutralisiert über die Jahre? Das ist, wie soll ich das sagen, also befremdlich nicht. Das ist ein Teil von mir gewesen. Das war ja auch, waren auch 12 Jahre, auch sehr viel von meiner Jugend. Also ich würde sagen, so die Hauptzeit war 18 bis Anfang 30. Und mit Anfang 30 habe ich dann angefangen, meinen Weg zu suchen, da rauszukommen und tatsächlich auch mit mir selber, ohne Hilfe, ohne Psychologen zu besuchen oder mich da an jemanden zu wenden. Das habe ich tatsächlich alles alleine für mich selbst hinbekommen. Also bin ich auch unheimlich stolz drauf. Muss ich auch leben. Ja. Total, weil ich weiß, wie tiefgreifend hart das ist und man bahnt, bei mir war das ja auch so, das hat sich so angebahnt, man hat immer mal wieder von verschiedenen Seiten was gesagt bekommen, man hat sich informiert, zwischenzeitlich kam die gesunde Angst durch, wo man gespürt hat, okay, das könnte passieren, wenn ich so weitermache, das ist ja alles, da verarbeitet man was bewusst und unbewusst und irgendwann ist man vielleicht auch so in dem Sinne fast schon aufgeweicht, würde ich auch sagen, weil man dann diese Wahrheit wieder an sich so ranlässt und merkt, okay, hier geht es gerade um Leben und Tod. Was erwarte ich von meinem Leben? Was wünsche ich mir von meinem Leben? Und dann, glaube ich, wird so nach und nach so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit spürbar und man weiß, okay, ich habe eben gar nichts im Griff, auch wenn man das vermeintlich immer über so viele Jahre glaubte und dass diese Kontrolle eigentlich, die man ja vermeintlich hatte, gar nicht da ist, sondern man das Leben aus der Hand gegeben hat und jetzt eigentlich entmachtet so von diesen Zwängen eingenommen ist. Wie würdest du das beschreiben? Wie war so dein, ja, wie war, wie, was ist in dir passiert, dass du irgendwann gesagt hast, Anfang 30, ich mache jetzt was, ich ändere was? Ich konnte einfach nicht mehr. Also ich war so down, ich war einfach physisch und psychisch so am Ende, dass ich den Tag nicht mehr überstehen konnte. Also ich hatte ja diese Fressanfälle, die gingen ja teilweise bis mitten in die Nacht und bis 2, 3 Uhr nachts. Und ich habe immer, also ich bin sehr ehrgeizig, immer funktioniert. Also morgens aufgestanden, zur Arbeit gegangen. Also ich habe da nie irgendwie einen Tag deswegen gefehlt oder mich krank gemeldet. Und ich habe einfach gemerkt, wie es mich aussaugt, wie da nur eine Hülle überbleibt und da ist keine Christina mehr, da ist gar nichts mehr. Also ich hatte einfach keine Kraft mehr. Und ich hatte dann auch keine Kraft mehr für Sport. Also ich habe auch den Sport zu dem Zeitpunkt auch missbraucht einfach. Ja. Also das war für mich nicht wie heute. Ich gehe dahin, ich mache das gerne.
mit Sicherheit kompensiere ich auch heutzutage ein paar Sachen damit. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich war einfach, ja, auf. Ich konnte nicht mehr. Und ganz, ganz tief unten. Und dann habe ich für mich beschlossen, das funktioniert so nicht mehr. Stark. Also ich sehe da so Parallelen in fast genauso was auch bei mir, dieses ich habe mich auch gefragt, war man wirklich zu dem Zeitpunkt gefühlt am tiefsten Punkt und deswegen hat man quasi die Wende eingeleitet oder war es eigentlich schon lange Zeit so gravierend schlecht, nur man war eben so aufgeweicht und bereit, einen Schritt zu gehen, weißt du, das frage ich mich manchmal und deswegen finde ich auch immer, weil viele auch da draußen, das bekomme ich auch rückgemeldet, ich bin ja noch gar nicht so krank oder ich brauche gar nicht diese Hilfe oder es ist doch noch gar nicht so schlimm. Erstens, jeder hat das Anrecht auf Hilfe, gerade wenn man auch das Gefühl hat, ich habe hier einfach ein Problem, was ja auch nicht jeder spürt. Und gleichzeitig so sich bewusst zu machen, dass man einfach oftmals die Situation, gerade auch wenn man mittendrin steckt, falsch einschätzt, genauso wie man sich selber falsch einschätzt und dass man da vielleicht dann eben nicht bewusst eine Entscheidung treffen kann, weißt du? Und das ist so eine Gefahr, dass man dann abrutscht, beziehungsweise gar nicht mehr den Sprung auf den Zug schafft, um wirklich was zu ändern. Deswegen, wenn du hast ja eine bewusste Entscheidung getroffen, das konnte ich zum Glück auch. Mhm. Aber wie hast du da quasi diese Wahrheit wieder zugelassen und gespürt, ja, es geht nicht mehr so weiter? Ich glaube, also für mich ist ein authentisches Leben, ein ehrliches Leben sehr viel wert und ich kam mir irgendwie wie eine Lügnerin vor. Also man hat es mir nicht angesehen. Ich war normalgewichtig, eigentlich zum Ende hin sogar 1, 2, 3 Kilos zu viel, sage ich mal, weil ja, beim ganzen Prozess wird man ja nicht alles los. Und man hat es mir nicht angesehen und nach außen hin war ich dann eben, ja, hier die taffe Christina, krieg das hin mit dem Job und mit der Ausbildung und mit den Wettkämpfen und mit dem Training. Aber dem war nicht so. Ich war einfach auf und habe dann auch gedacht, also du bist einfach nur ja, so ein bisschen verlogen unterwegs. Ja. Ja, ich auch 100% kann ich das nachvollziehen, dieses, und das ist so dieses Krasse, finde ich, auch wenn man heutzutage durchs Leben geht, wir begegnen Menschen, haben vielleicht einen Eindruck, haben vielleicht eine Meinung, die aber nichts über den Menschen aussagt, weil man wirklich eigentlich nichts von den Menschen ja weiß, genauso Social Media, wir bekommen Bruchteile mit und ob in der Essstörung, ob in der Depression, wir sehen das manchmal den Leuten nicht an, weil auch in der Essstörung muss man ja nicht abgemagert sein. Das ist ja auch ein Punkt, ne? Und deswegen, dass derjenige trotzdem massiv drinstecken kann und eine massive psychische Erkrankung gerade erleidet. Und das ist, glaube ich, bei den vielen da draußen auch noch nicht so angekommen, beziehungsweise ich weiß selber, man kann die Leute sehr krass verarschen. Und ich habe das auch gemacht. Und dieses Gefühl, es ist so alles gerade eine Unwahrheit, eine Lüge, war deshalb für mich auch gerade in diesem Recovery-Prozess ein ganz, ganz auch entscheidender Anhaltspunkt. Ich wusste, ich darf mir keine Lüge mehr in den Mund nehmen. Mhm. Weil dann wusste ich, wenn dem nicht so ist, bin ich auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Fährte. Und hätte ich nur eine Lüge in den Mund genommen, habe ich auch immer gesagt, dann wäre es vorbei gewesen. Weil ich musste so auch diese bewusste Entscheidung treffen, wirklich so 180 Grad in die andere Richtung. Und es gab kein Ja, aber, kein Plan B oder ja, ein bisschen abgewandelt, gehen wir diesen Weg. Nein, es ging nur eine Richtung. Klar, nicht vollen Schrittes, aber Schrittchen für Schrittchen. Schritt für Schritt und immer weiter. Aber nur eine Richtung und nie so keine halben Sachen. Auch wenn es noch keine, eben gesagt, großen Schritte waren, aber immerhin in eine Richtung. Und so hört sich das so ein bisschen auch bei dir an, dass du nach dieser bewussten Entscheidung, oder ich konnte nicht mehr, auch wenn es sich sicherlich angebahnt hat, du dann schon sehr konsequent unterwegs warst, oder?
Das war auch ein Prozess, ne? Also das war jetzt nicht von jetzt auf gleich und nicht innerhalb von einem Monat behoben oder dass ich dann da raus war. Also ich würde es rückwirkend, ich finde das auch schade, ich hatte früher ein Tagebuch darüber geführt und das habe ich vernichtet. Das war für mich auch so ein Akt des Abstoßens. Also da habe ich die Seiten rausgerissen, durch den Schredder gejagt oder teilweise verbrannt, wo ich mir heutzutage auch denke, hättest du es mal aufgehoben, damit du im Nachhinein mal diese verworrenen Gedanken auch teilweise, die ich dann nie niedergeschrieben hatte, nochmal aufgreifen könnte. Aber im Endeffekt ist es für mich auch eine abgeschlossene Geschichte. Das ist ein geschlossenes Kapitel und was soll ich da rumwühlen? Also bei mir war das ein Prozess von 3, 4 Jahren. Ja, mit Rückfällen natürlich, ne? Mit schlimmeren. Dann hatte ich wieder Phasen, wo dann monatelang Ruhe war. Dann hatte ich wieder wochenlang Rückfälle, aber also 6 Jahre bin ich jetzt komplett da raus. Aber das war echt ein langer Prozess. Also ich kann auch nicht sagen, dass ich da strikt durchgegangen bin. Also das war einfach gehen und schauen, wie es funktioniert. Und warum hast du das damals im Alleingang gemacht? Wolltest du keine Hilfe nehmen oder was ging da in dir vor? Bei mir hat sie auch keiner mitgekriegt. Ne? Also tatsächlich, meine Mutter hat das dann vermutet, als das angefangen hat, aber es wusste keiner davon. Selbst mein Ehemann wusste das nicht. Okay. Also ich habe es erst gesagt, als ich da raus war und ich habe mich da unheimlich viel geschämt. Ne? Also das war mir einfach unangenehm, peinlich und ich habe mich einfach geschämt. Du hast so gesagt, du warst so leer. Womit hast du dich in den folgenden, sag ich mal, genesenden Jahren gefüllt? Und jetzt gar nicht aufs Essen bezogen, sondern, ne, du weißt, wie es sein, mit Erfahrungen, mit Einsichten. Wer bist du heute oder was spürst du, was ist heute da, was eben da nicht war? Ich habe in erster Linie angefangen, mein Leben auszuleben. Also Sachen für die ich mich interessiert habe. Ich habe angefangen mit einer Yogalehrerausbildung, mit ganz vielen Weiterbildungen im Sport- und Ernährungsbereich. Ich habe dann auf einmal gespürt, ich habe wieder Energie und ich kann mich konzentrieren. Also ich konnte mich ja zuletzt auch, ich hatte ja keinen Fokus, ich konnte mich keine 10 Minuten auf eine Sache konzentrieren. Ich habe zwei Seiten ein Buch gelesen und ich wusste nicht, was da drin gestanden hat. Und dann habe ich auch gedacht, das kann nicht sein. Und ich habe einfach gemerkt, dass dadurch meine Energie wiedergekommen ist und ich diese Energie eben in Sachen stecken konnte, wo ich mich schon immer für interessiert hatte, aber einfach nie die Zeit dafür hatte, weil die Zeit ging für Einkaufen, Fressanfälle und sich erholen drauf. Mhm. Und diese Energie und diese Zeit habe ich einfach wirklich in meine Ausbildungen, Weiterbildungen, meine Selbstständigkeit in die Richtung investiert und ja, dann ist es schwammig ineinander übergegangen, sodass es dann immer weiter von mir weggedriftet ist. Auch dieses Verlangen, mich voll zu fressen und wieder zu übergeben. Und kannst du, hast du also rückblickend verstanden, analysiert, warum das sich so eingebürgert hat damals? Also was hast du darüber kompensiert? Meine Unzufriedenheit einfach. Mhm. Also meine Unzufriedenheit und ja, ich habe vieles einfach nicht ausgelebt oder mich klein gemacht oder habe gedacht, ich kann das nicht oder ich darf das in diesem Moment nicht und oder ich habe die Möglichkeit dazu nicht. Das wäre hauptsächlich der Grund. Ich bin ja auch recht spät, ne, in die Essstörung reingerutscht. Also 18, 19 ist ja unüblich. Da ist man ja eigentlich viel früher. Mhm. Ja. Und das ist immer, und das ist auch einfach so ein Zeichen, wie diese Essstörung sehr oft einfach so ein Kompensationsmechanismus ist. Und egal in welchem Alter, bist du im jüngeren Alter, bist du vielleicht empfänglicher da auch mit aufgrund von falschen Idealen reinzurutschen, aber es ist trotzdem auch unabhängig von irgendwie einem perfekten Selbstbild oder Vorbild, einfach oftmals einfach auch nur etwas, in Anführungsstrichen nur, womit wir etwas kompensieren. Und Essen sind immer Emotionen, die wir uns geben. Und es gibt uns ja auch ein Gefühl von Freude. Und
ich sag auch immer, ich habe ja nie es nicht gemocht. Aber ich habe nicht so, ne? Ich habe es ja immer gemocht. Nur ich habe über dieses Restriktive in meinem Verhalten mich so mächtig gefühlt, dass ich dem Essen widerstehen kann. Damit habe ich mich stark gefühlt, dass ich etwas durchziehen kann. Das hat mir so ein Gefühl von Stärke suggeriert, aber dass ich mich damit so massiv reinmanövrieren kann in so einen Zwang, in so eine Leere, in so eine triste Dunkelheit, das hätte ich ja damals mit einer vermeintlich harmlosen Diät, wie es angefangen hat, nicht geahnt. Und wenn du Social Media heutzutage, ist dir ja auch bekannt, was da entgegengebracht wird, mit was du konfrontiert wirst, mit was für Meinungen, mit was für Marketingstrategien, womit junge Leute sehr oft dann auch in eine ungesunde Enge gedrängt werden, aber auch nicht nur junge. Aber wenn du es halt gerade auch in jungen Jahren nicht besser weißt und gerade auch in der Pubertät, in so einem Selbstoptimierungs vielleicht manchmal auch Wahn bist, ich war zum Beispiel in einer reinen Mädchenklasse, kannst du dir auch vorstellen, das ist auch gewesen, dass man da darüber so einen Weg gefunden hat, aber darin sich auch schnell verloren hat, weil man dann vielleicht auch die Eigenschaften mitgebracht hat und nicht nur vielleicht, sondern ich war schon immer jemand, der sehr fleißig war, weißt du, diszipliniert war und dann darin konnte ich so irgendwie, hatte ich so was Handfestes, was nur ich in der Hand hatte. Ja, aber damit das eigene Leben aus der Hand gegeben. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, es ist nicht unbedingt altersabhängig, sondern Essen ist, wie ich immer so sage, manchmal ein sehr gefundenes Fressen, wortwörtlich, oder die Essstörung als solches, für etwas, was man mit sich selbst eigentlich gerade im Herzen ausmacht. Und du sitzt mir jetzt, die jetzt zuhören, können das nicht sehen, aber ich nehme dich als eigentlich sehr starke Person auch wahr. Und wenn du so erzählst, wie die so die Anfänge waren, aber trotzdem spürt man und sieht man auch in deinen Augen, da ist viel passiert. Da ist ein sehr, sehr weicher Kern, aber jetzt ist diese Stärke nach außen nicht gestellt, sondern aufgebaut und ehrlich. Ne? Und aber ja, das bracht die Zeit mit sich gebracht und denke ich mal, die gesunde Weisheit, wo du jetzt weißt, oder es besser weißt und eben dieses Tool nicht mehr brauchst, sondern die Freude am Essen auf jeden Fall zulassen kannst, aber in einem ganz gesunden, natürlichen Maß und nicht so in Extremen. Ne? Ja, also da hast du vollkommen recht. Und wie du schon sagtest, also während der Anfälle, also das war ja auch kein Genießen, das war ja einfach eine Kompensation, das war einfach in sich reinstopfen, um alles, was sich in mir angestaut hatte, am Ende einfach loszuwerden. Und wie gesagt, also das ist heutzutage so weit weg von mir. Also ich würde auch niemals wieder einen Apfel abwiegen oder irgendwelche Kalorien zählen. Das ist alles so intuitiv. Ich höre einfach auf meinen Körper. Manchmal habe ich ein bisschen weniger Hunger, manchmal habe ich ein bisschen mehr Hunger und also danach wird auch gegessen, worauf ich einfach Lust. Klar, ich ernähre mich auch leistungsorientiert, weil ich eben Kraftsport und CrossFit betreibe und da ich einfach weiß, was ich dann brauche und sehr proteinreich. Ich weiß, wann ich meine Kohlenhydrate brauche, aber das ist alles entspannt. Wirklich alles entspannt und einfach nur gesund. Ja, und das ist wieder der Punkt, ne? Gesund wird heute so auf die wirklich Waagschale gelegt und hat aber nichts mit gesunder Ernährung zu tun. Ne? Und dann, wenn du auch das den Leistungssport in deinem Fall auch ansprichst, du hast auch die Erfahrung gemacht, den Sport als Mittel zum Zweck zu missbrauchen, aber eigentlich hast du Raubbau betrieben anstatt Aufbau und jetzt so die Unterschiede auch zu spüren, ne? Wie es ist, wirklich seinen Körper auch zu fördern, ihn zu geben, dann sieht man auch die Entwicklung, dann macht das Sport auch anders Spaß, man geht mit Freude ran und es ist nicht so ein noch der letzte Fünkchen, was du dir wegfrisst, ja, und das ist so ein ganz, ganz kann Sport ein ganz, ganz wunderbares Tool sein, um sich auch neu zu finden und sich wieder zu finden, sich zu fördern, als Team aufzutreten, weil das ist ja unser bester Freund, der beste stärkste Sparringspartner, den wir haben, aber das auch so zu erkennen und eben nicht nur ja, sich so durch den Tag zu quälen, sich abzuarbeiten, so zu funktionieren und dann erst am Abend sich dann irgendwie
das Essen verdient zu haben, aber dann wieder in eine andere Schleife geraten, weil es dann im Übermaß kommt und man danach so frustriert ist und eigentlich so das Leben satt hat, obwohl man eigentlich nur hungrig ist nach dieser Freiheit, ne, die jeder verdient hat, und man will etwas ändern. Und dann ist es doch immer diese ungesunde Routine, die einem am Morgen dann wieder einholt. Und diese ungesunde Routine zu brechen, das ist halt die größte Herausforderung. Und deswegen ist so ein ganz, ganz großer Schlüssel, einfach zu spüren und dieses Gefühl auch zuzulassen, nee, ich will das so nicht. Ja, und das hast du ja auch gefühlt, du hast dich dann eben auch leer gefühlt und daraus so eine neue Motivation gezogen. Aber war auch etwas, sag ich mal, extern, ich habe es immer so als liebevollen Anker beschrieben, bei mir waren es meine Eltern, etwas gehabt, was dich motiviert hat, nochmal zusätzlich das wirklich anzupacken? Bei mir war es tatsächlich, wo ich dann konsequenter wurde, mir mein eigenes Ding aufzubauen. Und ich habe dann einfach irgendwann auch gemerkt, dass die Beziehung, die Ehe, in der ich war, nicht das Richtige für mich gewesen ist. Also das passte nicht. Das passte auch menschlich, zwischenmenschlich nicht zueinander. Und diese Auseinandersetzungen habe ich natürlich mit der Essstörung auch kompensiert. Ja. Und ich habe dann auch für mich auch gewusst, wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich die nächsten 10, 15, vielleicht 20 Jahre bei diesem Mann bleiben oder in dieser Beziehung oder in dieser Konstellation bleiben. Und das wollte ich nicht mehr. Also ich habe einfach gemerkt, dass das auch ein Riesenpunkt ist. Und da habe ich mich dann rausgearbeitet. Und je weiter die Essstörung von mir wegging oder je weiter ich mich distanziert hatte, desto mehr bin ich auch aus der Beziehung rausgegangen. Also das ist wirklich wie so eine Blaupause. Kannst du das übereinanderlegen, diese 3, 4, 5 Jahre aus der Essstörung, kannst du genau drüberlegen, raus aus der Beziehung. Ja, total auch schön zu sehen, auch wenn es krass herausfordernd war und zwei total emotionale Geschichten, die da aufeinander geklafft sind, aber gleichzeitig zu sehen, je mehr Energie du dir gegeben hast, ja, desto mehr hast du auch die Energie gehabt, beides so bravourös anzupacken. Und dass das heftig war, das kann ich mir auch nur zum Teil vorstellen, weil ich das so noch nicht hatte, aber unglaublich stark, und deswegen diese Stärke, die man hier auch sieht und spürt, ist genau da auch nochmal mehr rausgebrochen und durfte endlich sein. Und ich glaube, du hast das selber auch einfach in dir dann auch erkannt, auch mit den Jahren, und wo du auch jetzt ja auch drauf stolz bist, was du da gepackt hast und wie stark du eigentlich bist. Richtig, also ich wusste das im Kern schon, also ich hatte schon auch als kleines Mädchen ein sehr starkes Selbstbewusstsein, also meine Mutter hat zu mir auch immer gesagt, also Christina, wenn du irgendwas nicht wolltest, du hast es nicht gemacht, du hast es nicht gemacht, man konnte dich auch nicht zwingen, und ich war da auch ein bisschen stur und eigenwillig und habe mich als Kind eben in meine Richtung ausleben können, und das war dann weg. Und dann habe ich auch zwischendurch auch gedacht, eigentlich willst du wieder die 5-jährige, 6-jährige Christina sein, die einfach ihr Ding macht. Schön, ja. Total schön. Ich muss immer so, mein Herz freut sich gerade auch, weil ich sehe so diese Parallelen, weißt du, ich habe auch gerade in den letzten Tagen das so gehabt, dass ich mir aber gedacht habe, in der Kindheit, da war ich meiner echt am nächsten, da war ich total ich, ja, unbefangen, frei, total ich. Dann kommt immer mehr das Bewusstsein hinzu, das Reflektieren, das Reinfühlen, das gleichzeitig aber disziplinierte und fleißige Anpacken, und daran, in so einer Essstörung, kann man sich dann halt ganz schnell verlieren, und trotzdem sind die Eigenschaften und Stärken ja auch auf eine positive Art und Weise da. Man kann das ja auch umdrehen und für das Richtige einsetzen, nämlich diszipliniert, konsequent da rausgehen und wieder zu der Stärke gelangen, die man ja hat. Ja, und ja. Ja, ich glaube, eine Essstörung ist wie so Nebel, der sich über einen legt. Also du weißt, der Grund und Boden, da ist Substanz, da ist Kraft, da ist was. Und dann ist dann eben eine dicke Schicht von 2 Metern, die da drüber hängt, und ja,
das muss dann raus. Also das muss dann wirklich vertrieben werden. Und wenn das sich dann öffnet, dann kommst du auch zu deinem ursprünglichen Selbst tatsächlich. Und wo bist du jetzt gerade? Bist du wieder bei der Fünfjährigen oder bist du mittlerweile die Christina, die die Fünfjährige an die Hand nimmt und jetzt auch zeigt, das erwartet uns noch alles im Leben? Ich bin jetzt die erwachsene Christina, die dieses Jahr 40 Jahre alt geworden ist. Und ja, also wie gesagt, ich erinnere mich gerne an die kleine Christina, aber ja, das ist auch ganz, ganz weit weg. Also für mich möchte ich jetzt einfach ein Vorbild für die fünfjährige Christina sein. Schön, schön. Einfach dieses kleine Mädchen an die Hand nehmen und sagen, das brauchst du alles nicht, das hast du gar nicht nötig, du musst dich nicht klein machen, du musst dich für keinen verbiegen und du packst das eh alles am Ende. Wenn du willst, packst du eh alles. Voll schön. Ja, du hast auch den Sport angesprochen. Ich glaube, da können wir auch gerne mal so eine kurze Aussprache zu machen. Was hast du, weil du hast selber auch gesagt, du hast es auch lange Jahre missbraucht. Was ist heute anders? Was macht für dich ehrlichen Sport und damit auch Leistungsfähigkeit aus? Missbraucht habe ich ja den Sport in der Hinsicht, ich wollte einfach nur Kalorien verbrennen. Ne? Mhm. Für mich war das dann auch nach so einem Anfall, wenn ich dann das ganze Essen, die ganzen Kalorien nicht losgeworden bin, das ist ja auch zum Ende hin richtig schwierig. Also man verliert ja sämtliche Reflexe. Da bin ich wirklich, da habe ich mir morgens, ich bin 2-3 Uhr nachts ins Bett gegangen, dann habe ich mir morgens einen Wecker gestellt für 7 Uhr und bin stumpf und stupide aufs Laufband gegangen. Also ich war dann auf dem Laufband und dann mussten eben diese 20 Kilometer gemacht werden und ich konnte auch fast runterfallen. Ich habe es dann bis zum Ende durchgezogen. Also das war wirklich, ich habe mich ausgemergelt und das hast du mir einfach auch angesehen. Also körperlich nicht, aber auch einfach im Gesicht. Und meine Mutter, die hatte irgendwann mal auch einen Satz zu mir gesagt. Da war ich im Urlaub. Ich glaube, das erste Mal alleine im Urlaub und das erste Mal ohne Essstörung und habe dir dann so ein paar Bilder von mir geschickt und da hat die mir geschrieben, Christina, ich sehe das erste Mal andere Augen. Also ich sehe das erste Mal, dass deine Augen richtig leuchten und dass du einfach glücklich bist. Und das fand ich schon richtig heftig, ne? Also das so zu lesen und habe mir dann tatsächlich auch Fotos angeschaut von 10 Jahre davor und die aktuellen. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist tatsächlich so. Da ist jetzt ein Brennen, da ist jetzt ein Leuchten und das war ja komplett weg. Und also wie gesagt, also damals war eben Sport einfach ein Kompensationsmechanismus. Mhm. Und ich habe auch keine Leistung erbringen können. Also ging auch nicht. Also wenn der Körper komplett ausgemergelt ist und wenn die Seele komplett ausgemergelt ist, dann bist du einfach nur ein Zombie, der seine Kilometer auf dem Laufband macht oder die Kalorien auf dem Laufband verbrennt. Und ich muss auch sagen, ein Stück weit hat mich auch der Sport gerettet, weil ich selber gemerkt habe, ich kann die Leistung nicht mehr bringen, die ich früher gebracht hatte. Mhm. Und dann hat sich auch meine sportliche Richtung so ein bisschen verändert, geändert, ja, durch eben die Weiterbildungen oder eben das Lesen in die Richtung. Da wusste ich, was ich brauche, was besser für mich ist und nicht dieses Steady-State-Cardio. dann ist es eher in Kraftsport umgeschlagen. Und das hat mir dann auch viel besser gefallen. Also ich habe einfach auch gemerkt, da hatte ich auch ein Feedback. Ne? Beim Laufen, okay, du bist bis 2 Stunden auf dem Laufband und du hast die 2 Stunden abgehackt. Aber da hatte ich ein Feedback. Okay, du hast mit 60 Kilo Kniebeugen angefangen, jetzt bist du irgendwann bei 80. Und wenn du mal schlecht gegessen hast, schlecht geschlafen hast, auf dich nicht gehört hast, dann schaffst du die 80 Kilo nicht mehr. Und ja. Da hatte ich dann Aktionen, Reaktionen da drauf und das konnte ich dann schön miteinander verbinden. Und dann ging es weiter. Also bin ich auch zwischendurch beim CrossFit gelandet. Und mittlerweile ist es bei mir eher so hybridmäßig. Ich mache, worauf ich Spaß habe. Ich trainiere auch nicht mehr oder im Moment nicht nach einem Trainingsplan. Einfach
das, was mir Spaß macht, wo ich mich erfüllt drin fühle. Manchmal gehe ich auf Wettkämpfe, wenn nicht, dann nicht. Also das ist alles entspannter geworden. Ne? Und ich habe auch Tage, wo ich einfach müde bin, schlecht geschlafen habe und mich nicht wohl fühle. Dann ist eben Pausentag und nicht heute ist Dienstag und heute hätte man trainiert. Nee, dann trainiere ich eben am Donnerstag. So. Sehr, sehr ehrliches Miteinander und eben nicht an Bedingungen geknüpft, die im Außen stecken oder an irgendwelche Erwartungen, sondern wie geht es dir an deinen Bedürfnissen? Ne? Und das ist dann der ehrliche Weg und der sich auch langfristig auszahlt. Und ich finde das, auch wie du das gesagt hast mit den Augen, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, weil auch der Jörg, der sagt auch immer, Leben kostet Energie, Ausstrahlung kostet Energie. Und er sieht das auch an seinen Kunden, wenn die auch zu ihm kommen. Wenn jemand leer ist, dann nichts passiert. Aber wenn jemand kommt, der strahlt, der noch Lebensenergie hat, der Lust aufs Leben hat, der da auch den Sinn und die Möglichkeiten spürt, die das Leben mit sich bringt. Und klar, wenn du dir keine Energie zuführst, fühlt man sich leer, sieht man auch wenig irgendwie einen Sinn oder hat wenig Ziele. Ja, aber deswegen habe ich auch immer gesagt, diese Übergangszeit dann wird vielleicht auch dann nochmal so da sein, auch wenn man schon was tut, dass man denkt, okay, wofür mache ich das denn, was, wie, dann sich zu sagen, ich glaube an das Leben. Früher oder später werde ich verstehen, dass das alles sich lohnt und dass ich der Sinn bin und dann auch erst dieser Sinn und mein Potenzial entfalten kann, der ja in mir schlummert. Und ich kann mir vielleicht auch jetzt auch noch gar nicht vorstellen, was alles auf mich zukommt. Und das, dieses Mehr, was ich auch immer sage. Und das hat jeder von uns verdient. Und das Leben wartet zwar nicht, aber noch hat man diese Chance. Alle, die jetzt gerade zuhören, haben diese Chance noch und können was verändern. Und es ist nie zu spät, aber es kann sehr schnell zu spät sein. Und das ist immer dieser schmale Grat und diese lebensbedrohliche Situation, die auch so eine Essstörung einfach mit sich bringt. Und deswegen finde ich so schön, auch so eine Geschichte wie von dir zu hören und zu sehen, wie du das alles umgemünzt hast und eben jetzt dieses Vorbild auch für dich selber sein darfst und kannst. Und ja, du bewegst dich ja auch in dieser Szene, bist auch auf Social Media und was macht dich traurig? Was regt dich auf, wenn du auch in diesem Jetzt lebst? Ja, also ich, wie du schon sagtest, ich bewege mich in dieser Szene, aber ich bewege mich nicht in dieser Bubble. Okay. Ne? Und diese Bubble ist für mich ja wie so eine Seifenblase, die kannst du schnell zum Platzen bringen. Also ich war ja auch die letzten Jahre auch viel auf Messen, auch zuletzt auf der FIBO. Und ich bin da ganz ehrlich, für mich ist Instagram, Social Media zu 90% fake. Also zu 90% sind die Leute nicht ehrlich, nicht authentisch. Und ich kenne einige auch eben aus der Szene oder habe die dann persönlich getroffen oder auf einer Messe getroffen. Und da war ich perplext. Da habe ich gedacht, okay, du stehst jetzt vor mir und bist eine ganz andere Person als die Person, die ich jetzt auf Instagram gesehen habe oder verfolgt habe. Und das hat mich auch die letzten Jahre oder die letzten Monate auch dazu bewegt. Ich habe auch komplett zum Beispiel die Konten aussortiert, denen ich nicht mehr folge. Also für mich ist es einfach, ich spüre diese Authentizität. Ich kenne einen Teil dieser Menschen und ich, das ist auch ein Weg aus der Essstörung gewesen, sich ein soziales Umfeld oder eben den Kreis zu schaffen aus Menschen, die einem gut tun und die einen fordern und fördern oder motivieren. Und das habe ich auch zum Beispiel mit einem großen Bekanntenkreis oder Freundeskreis gemacht, auch, ich sag mal so, wie es ist, abgestoßen, einfach gut selektiert und einfach für mich beschlossen, was ist gut für mich oder wer ist gut für mich, wer ist nicht gut für mich. Und genauso ist es auch mit Social Media. Also da muss man sehr, sehr, sehr viel aufpassen. Ja, total. Also ja. Man muss da gut filtern können und ich denke mal, wenn du jung bist, kannst du das schlecht.
Auch in unserem Alter verfallen sehr viele, ob jetzt Männer oder Frauen, eben in diese Scheinwelt. Und da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Total. Und ich spüre das auch, weißt du, eben eigentlich jedes Mal, es kann sehr inspirierend sein, es kann coole Impulse geben, aber unterm Strich ist es selten so, dass ich mich erfüllt, motiviert und glücklich fühle, wenn man da mal so durch diese Welt scrollt, ja. Und man lässt da eigentlich sehr viel Zeit liegen. Natürlich nutzt man das auch für das eigene Marketing, für das eigene Verbreiten, die Leute zu erreichen. Ja, das hätte ich ja so gar nicht geschafft. Und das ist so, so wertvoll und so wichtig, aber andererseits auch nicht immer easy. Und ja, deswegen auch total richtig, dieses Nein sagen, aber auch dann diese doppelte Stärke wieder zu haben und aufzubauen. Wenn man ja auch zum Beispiel, so war es bei mir, ich war auch jemand, der immer sehr auch nach Anerkennung und auch Liebe so gelächzt hat, weil das, glaube ich, auch mit ein Grund war, warum ich überhaupt in diese Erstörung gemündet bin. Aber dann an den Punkt zu kommen, zu sagen, nee, ich brauche das nicht, ich muss niemandem etwas beweisen, ich muss keine Erwartungen erfüllen, nur meine eigenen Bedürfnisse. Mir möchte ich gerecht werden und ich brauche die oder jene nicht. Und wenn sie trotzdem da sind und wenn sich das authentisch, liebevoll miteinander ergibt weiterhin, dann ist es immer noch richtig. Aber wenn ich spüre, das tut mir nicht gut und das ist vielleicht auch, vielleicht bin ich auch jetzt jemand anderes, der gar nicht mehr das Bild entspricht, wie derjenige mich damals in der Essstörung kennengelernt hat. Aber dann merkt man vielleicht, je mehr man auch dann zu sich steht, seine Wahrheit vertritt, dann harmoniert es halt nicht mehr. Und da sich auch eingestehen zu können, ist halt auch mit sehr viel persönlicher Stärke verbunden. Ja, dass man das auch kann, dass man sich abgrenzen kann, aber womit man am Ende des Tages besser dasteht und sich auch wohler fühlt und dann nicht nach so einem Treffen denkt, boah, ich bin leer und müde, sondern war schön. So, ne? Und diese, das, so sollte es sein. Und man braucht nicht 10, es reichen 2 gute. Richtig. Ne? Richtig. Also ich sag auch, für mich ist auch mittlerweile so ein Grundsatz, meine Energie ist das Wertvollste, was ich habe, oder meine Lebenszeit. Ja, also die Uhr tickt. Wenn es gut geht, habe ich die Hälfte schon hinter mir. Und da bin ich sehr wählerisch, wem ich meine Lebenszeit, wem ich meine Energie überhaupt zukommen lasse. Also wer da überhaupt ein Stück Christina abbekommt, sage ich mal. Ja, hört sich vielleicht ein bisschen überheblich an, aber das ist tatsächlich so. Ich möchte einfach meine Energie tatsächlich oder meine Ressourcen nicht an jemand oder etwas verschwenden, die einfach nicht dankbar dafür ist oder das eigentlich gar nicht wertzuschätzen weiß. Also da bin ich sehr, sehr selektiv mittlerweile geworden. Und was auch gut ist. Da bin ich lieber tatsächlich mal einen Sonntagabend oder Nachmittag alleine zu Hause mit einem guten Buch, bevor ich mich mit 5 Leuten an irgendeinem Tisch sitze und dann denke ich mir, boah, eigentlich hast du da gar keine Lust drauf. Und das habe ich früher sehr oft gemacht. So Sachen so aus Pflichtbewusstsein, boah, eigentlich hast du da gar keine Lust drauf, aber mach's so mal. Mhm. Kann ich verstehen. Und umso mehr weiß ich das jetzt zu schätzen, dass du heute die Zeit dir genommen hast für diesen Podcast. Total schön. Und ja, ich glaube, das hatte ich auch vor kurzem, es war in einem auch Instagram-Kommentar, dieses Nein sagen können, ne? Das Vitamin N, das wichtigste Supplement, was man braucht. Und dann geht es eigentlich einem auch, fühlt man sich so mehr in seiner Mitte. Und das heißt ja nicht, dass man alles irgendwie absagen muss, gerade auch zu den richtigen Dingen, ja. Das kennt ihr vielleicht auch in der Essstörung, was ich auch immer meinte, anstatt immer Nein zu sagen, das habe ich dann eine lange Zeit einfach mal Ja gesagt und damit hatte ich mir auch schon gut, weil ich endlich mal zu Einladungen zum Essen Ja gesagt habe, aber irgendwann dann ja, zu gucken und auch wieder ehrlich zu spüren, was will ich wirklich? Und das war auch so eine Frage, die konnte ich lange Zeit nicht beantworten. Ich war auch so, sehe ich mich gerade nur getrieben oder habe ich da Bock drauf? Ist es Motivation oder ist das Erwartungen erfüllen? Will ich das oder muss ich das? Und je näher man eben ins Fühlen kommt, ins Machen kommt für sich und eben sich in den Fokus rückt, dann spürt man auch, okay, das tut mir gerade gut und das nicht. Und zum Beispiel bei mir ist es manchmal auch so, dass ich denke, okay, bin ich da unnormal? Zum Beispiel, ich war auch noch nie jemand, der gerne gefeiert hat oder feiern gegangen ist oder aus war oder auch als Kleinkind, so Klassenreisen. Ich war immer froh, wenn ich wieder nach Hause konnte. So. Und das war echt so Sonderling, war ich so ein Sonderling. Aber das ist an sich
Und das ist so, wenn man sich dann vergleicht, denkt man manchmal, aber auf der anderen Seite, das bin ich. Und wenn irgendein Gefühl da so ist, dann muss ich das in Liebe auffangen. Und wer weiß, wenn man zu einer anderen Stärke findet, zu einer anderen Gesetteltheit, zu einem anderen mit sich im Reinen sein, vielleicht hat man dann auch wieder die Muße, sich einem ungewohnten Terrain auszusetzen. Vielleicht ist es das, dass ich einfach immer noch mehr Sicherheit in mir brauche, um dann auch dem Außen oder auch was Unerwartetem zu begegnen. Und ich weiß, dass da eine Stärke da ist und ich mache das auch, aber länger als 2-3 Tage muss es nicht sein. Ja, und ich glaube, diesen Safe Space ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Und wenn man sich in seinem Safe Space wohlfühlt mit sich, dann hat man, glaube ich, schon ganz, ganz viel geschafft, wenn man mit sich alleine sein kann, wenn man mit sich wohlfühlt. Und wenn diese Beziehung schon mal stimmt, weil dann können auch erst die Beziehungen im Außen ehrlich sein, ne? Komplett richtig. Das ist tatsächlich so. Das ist ja auch ein Riesenunterschied, ne? Ob man dann alleine ist oder einsam ist. Also da sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich glaube, das ist heutzutage auch ein Riesenproblem, dass schon auch Kinder oder Jugendliche gar nicht lernen, mal ein bisschen für sich zu sein oder sich mal selber auszuhalten oder mal Ruhe auszuhalten, ne? Du bist ja konstant mit irgendwas Bescheid, ob es jetzt Instagram ist oder eine Playstation oder ich gucke Netflix. Also es ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem, dass man gar nicht schon von klein auf gelehrt oder gelernt bekommt, auch mal 10 Minuten, 15 Minuten nicht bespaßt zu werden. Ja, ja. Einfach auch mal nichts zu tun, ne? Und ich kenne das auch, ich bin da manchmal getrieben von mir selbst, glaube ich, weil meine Physiologie das mitbringt, was immer das machen muss, ja, dass da viel Energie da ist, aber da auch sich manchmal so selbst zu schützen, zu sagen, ey, es muss nicht immer alles gemacht, direkt geschafft werden, direkt umgesetzt werden, dass man auch mal sich zurücklehnt und dass es dann nicht unproduktiv ist, nur einfach mal sich zu seinem Glück zwingen. Übergangsweise, bis man dann auch wieder spürt, okay, nee, das war genau richtig. Und ich habe das manchmal gehabt, da habe ich so gemerkt, boah, alles in mir rumort, alles in mir will gerade eigentlich was machen. Und dann muss man eigentlich nur aushalten, nicht dem folgen. Und dann merkt man, okay, nee, ist eigentlich alles gut. Da sind die Geister wieder besänftigt und dann passt es schon. Ne? Ja. Aber in diesem manchmal so Struggle befinde ich mich halt auch noch, weil manchmal Kopf und Körper dann doch aufeinander. Und aber das sind Learnings und am Ende, glaube ich, findet man immer mehr zu seiner gesunden Mitte, ne? Die auch ehrlich ist. Ist auch so. Ich denke mal, das ist auch eine Charaktereigenschaft und man ist auch, wie man ist, da arbeite ich auch dran. Ne? Ich habe dann so eine To-Do-Liste im Kopf und dann denke ich mir, okay, erstmal Punkt 1, 2, 3 abhacken, in der Wohnung was aufräumen, das besorgen, das erledigen, Wäsche waschen. Und dann kannst du dich dann hinsetzen, ein Buch lesen oder mal nichts tun. Und das auch so ein bisschen zu durchbrechen und zu sagen, okay, ich mache Punkt 1, so einen Kompromiss für sich selber zu finden. Ich mache Punkt 1 und 2 und dann mache ich so einen Rest, eine Pause und den Rest kann ich ja optional auch noch machen. Ich meine, das läuft ja nicht weg, ne? Ja, das ist schön. Finde ich schön, diese auch mal nicht nur Kompromisse mit anderen finden, sondern mit sich selber auch. Ne? Und so vielleicht dann auch mal zulassen, was der Körper vielleicht insgeheim doch Lust hat und auch Bock drauf hat, ne? Auch mittendrin, auch wenn das jetzt noch da was liegt, unaufgeräumt, ja, kenne ich halt auch. Also, muss immer. Aber bei mir ist das auch, ich brauche manchmal einfach Ordnung im Außen, um mich besser zu konzentrieren. Ich glaube, es ist auch vollkommen legitim, aber ich bin halt manchmal noch ein bisschen skeptischer und kritischer mit so manchen Bedürfnissen, die ich habe, weil ich weiß, okay, woher kommen sie gerade? Sind das noch Reste der Essstörung oder ist das einfach wirklich einfach mein Wesen? Da bin ich halt manchmal noch nähere mein Körper und ich uns an, wo ich dann noch nicht ganz genau weiß, woher entspringt das jetzt. Ne? Aber das ist, glaube ich, lieber so ein ehrlicher Umgang, als wenn man dann diese ganzen Gefühlen blind folgt. Lieber so ehrlich mal reinspüren, was ist wirklich gesund und die Wahrheit. Und je mehr man eben auch mal loslässt, kann man nach und nach auch wieder zulassen, was wirklich seiner entspricht. Ne? Ja. Ach schön, Christina, voll cool. Ich fand es super schön, super, super ehrlich, super authentisch, super nahbar und klar. Und das ist so das, was ich auch, weißt du, über die Jahre gespürt habe. Es wird so klarer, es wird so aufgeräumter. Und es geht nicht immer nur um aufgeräumt im Außen, sondern hier drinnen.
Und wenn das stimmt, dann kann man auch manchmal diesen Chaos im Außen ganz anders aushalten. Dann stresst es einen auch nicht so. Und manchmal lenkt man sich vielleicht damit auch nur ab. Genau, deswegen, es fühlt sich aufgeräumt in dir an. Das freut mich sehr. Und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin alles, alles Gute. Und ich glaube, dass du, wie gesagt, deine Mission schon wunderbar verfolgst, nämlich ein Vorbild für dein inneres Kind zu sein. Und vielleicht auch für den einen oder anderen da draußen. Ja, ich danke dir für deine wertvolle Zeit heute. Dankeschön, dass ich kommen durfte. Klar, klar. Ich habe sehr, ich bin immer dankbar für, auch wenn man eben so offen darüber spricht und die Zeit auch mit sich bringt, vor allem wenn sie einem auch sehr rar ist, was auch gut so und richtig ist. Genau, dann sage ich doch, setze mich hier einen Punkt. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Resttag. Und die gerade zuhört, eine schöne Restewoche. Und ich hoffe, dass ihr in der kommenden Woche wieder dabei seid. In diesem Sinne, auf Wiederhören. Ciao.